Sie sind weder verlaust noch Banditen, Herr... Finley. Morris. Doch nicht etwa der berühmte Indianermaler? Das tut nichts zur Sache. Die freien Indianer sind jedenfalls meine Freunde. Ihr Schicksal ist eine Tragödie. Mein Herr, die Kunst in Ehren. Aber wir sitzen nicht im Theater, sondern wir machen Amerika. Das Land hier ist uralter Besitz der Dakota. Es ist jetzt ein Staat der Union geworden. Übrigens geht es auch nicht um Traditionen, sondern um Eisenbahn oder keine Eisenbahn. Die Entscheidung ist klar. In welchem Jahrhundert leben wir denn? Die Indianer noch in einem anderen als wir, das ist eben der Kern. Der Zug hielt an einem Umschlagplatz mitten in der Wildnis. Der Maler Morris und der stämmige, braungebrannte Mann stiegen aus. Ich werde hier erwartet, Herr. Brown, Joe Brown. Also der berühmte Pionieringenieur. Ja, darauf kann ich Ihnen nur mit Ihren eigenen Worten antworten, tut nichts zur Sache. Aber es ist die Gegend, in der mich die Dakota einmal samt allen meinen Leuten vergiften wollten. Die Söhne der großen Bärin waren das. Eine besonders feindselige Gruppe. Und meine speziellen Freunde. Vor 10 Jahren war ich nicht weit von hier Gast bei einem Häuptling Matotope, einem prächtigen Menschen.